Ja, willkommen dann mal in meinem. Ich räume mal ein bisschen auf, arbeiten. Ich meine, ich räume ja nicht wirklich auf, es sieht nur so aus. Die Meisen kommen mich besuchen und knuspern an dem Meisenknödel. Gut. Ist aber jetzt, hat auch kein wirkliches Sinnbild. Ich erkläre jetzt erstmal wieder Twitter und dann komme ich mal darauf, was ich eigentlich davon halte. So, also warum ich den Slogan von der Hamburger Müllabfuhr eben nicht so gut finde. Also es gibt verschiedene Gründe. Ich muss mich ja immer erklären, weil ich das ja erklären soll. Ja, ich bin ja mal groß geworden im Bezirksamt oder eigentlich lebe ich da ja immer noch so eingegliedert und kein Schwein weiß warum. Oder keiner weiß warum. Ich will ja niemanden beleidigen. Oder eigentlich doch. Kommt immer auf meine Verfassung an. Ja, in diesem, ich habe ja mal neben einem Adoptivheim gewohnt, von der Jugendhilfeeinrichtung und ja, da hatte ich dann die Wände ja auch schon gemalt gehabt und das Bezirksamt fand das wohl toll, das weiterzuerzählen oder ich weiß auch nicht, woran das lag. Und schon wurde Pink Floyd eingeladen. Das Problem an der Geschichte war nur, ich bekam die Karte nicht, das lief über Ausschreibungen und ja, dementsprechend. Meine Jugendsünde habe ich dann den Zaun gestürmt, tatsächlich, um in das Konzert zu kommen. Das war natürlich regelwidrig. Ja, und habe mir das Konzert dann halt angehört. Pink Floyd The Wall hatte ich mal hinterlegt in meiner Heimzeit. Ja, ansonsten war ich ja irgendwie immer in der Hafenstraße damals unterwegs. Gut, das war damals und jetzt komme ich aber mal weiter, was das irgendwie für Auswirkungen hatte über mehrere Jahrzehnte. Dann kommen wir mal hier irgendwie. Ich beschäftige mich ja immer noch mit der Architektur. Politisch gewollte Architektur, gibt es auch Abstimmungsarchitektur, da ja versucht wird, Bauten, sage ich mal, zu vermeiden oder eben halt per Abstimmung dann zu bringen. Ich fand dann hier irgendwie noch einen Musikpodcast von RBB. Da waren dann jetzt so nochmal die ganzen Musiker, die auch nochmal, was ist das denn? Das will ich nicht. Kein Interesse. Von Musikern, die auch Alben hergestellt haben. Jetzt war ich aber, weil über die Metamorphosen wollte ich eigentlich gar nicht mehr reden. Da die Metamorphosen ja der Modellierer ist, wie ein Mensch auszusehen hat, nach Bezirksklassen oder nach diversen Standards oder wird halt so gemacht, weil sich das irgendeiner wünscht. Dazu gehört halt die Manufaktur der Fraktion sozusagen. Das ist hochpolitisch. Da das ja auch nochmal um eine Märchenstraße geht oder ging oder wie auch immer. Jetzt war ich hier. Bei Landunter. Landunter, jetzt zeige ich euch hier mal die Wünschelrute. Und jetzt zeige ich euch den Hafengeburtstag. Und jetzt zeige ich euch mal das. Ein neuer S-Bahn-Tunnel soll in Hamburg mehr Platz für den Nah- und Fernverkehr schaffen. Vom
Bundesverkehrsministerium und der Stadt Hamburg wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese hat gezeigt, dass das Projekt realisierbar ist. Das war dann wieder sozusagen der Ast und ein Studentenausschuss. Ich bin ja nicht so dafür, dass man so viel in Hamburg buddelt, aus altbekannten Gründen der untertunnelten Überflutung. Und weil das ja auch immer mehr Belastungen sind im Bau an sich. Ja, deswegen Land unter und immer das Schiff schön auf dem Wasser halten. Sozusagen, das ist das Sinnbildliche daran. Jetzt komme ich nochmal zurück, weil ich muss dann ja wieder zurückdenken. Da geht es tatsächlich um die ganzen Baustellen und diese Bauten und Chemiestoffe, Chemieverfahren, so eine Sachen. Und was das im Grunde genommen eigentlich mit meiner Vergangenheit und Zukunft zu tun hat. Deswegen sind meine Wahrnehmungen vielleicht so richtig, aber meine Aussprache nicht immer salonfähig. Also. Denn es ging ja darum, dass ich mich ja mit anderen Journalisten unterhalten habe, mal von der Seite, mal von der Seite, mal von der Seite in den Kommentareinheiten. Andere behalten die Kommentare, ich lichte auch einiges ab und jetzt komme ich mal dazu, was ich irgendwie so ein bisschen seltsam finde an dem Verhalten von gewissen Standards der alten Therapiefürsorgestellen. So, weil das hat ja jetzt schon wieder einen Kreis gezogen, weil der Herr Solmecke jetzt auch nochmal irgendwie, ich weiß nicht, warum ich immer auf Herrn Solmecke komme, das ist schon manchmal echt ein bisschen, weil ich dann ein Abo habe und ich keine Lust habe eigentlich oft auf sowas, aber da WBS eigentlich auch immer nur für Wohnberechtigungsschein steht und alle dann irgendwie immer an das Obdachlosenhilfegesetz rutschen können dadurch. Deswegen finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. Also da geht es dann auch um Drogenkonsumvorwurf. Bei mir war das halt so, dass bei mir Stoffe in der Wohnung waren verstreut, die ich leider nicht zuordnen konnte, woher das kam. Und ja, und wie die Sachen manchmal so laufen können. Gut, jetzt erkläre ich das nochmal. Ich habe ja so meine Erfahrungsberichte, wie das eigentlich zusammenhängt. Jetzt erkläre ich euch mal, was eigentlich ein Substitutionsverdacht ist. Und was ein Substitutionsvertrag ist. Da geht es nämlich um die Substanzen an sich. Ich bin keine Drogenberatung, ich bin auch kein Drogentherapeut, aber es kommt alles auf einmal, wie immer. Jetzt kann ich zu Tanzverbot und den anderen irgendwie nicht so viel sagen, aber es gibt eine Es gibt einen Substitutionsvertrag, der liegt bei einem Arzt. Jetzt habe ich aber immer noch ein Gutachten, was ich seit Jahren eigentlich angefechtet habe, aufgrund dessen, dass dieser Vertrag über die roten Listen läuft. Dazu gehören Schmerztherapeutika, Beruhigungsmittel, dazu gehört keine Ahnung was. Ein Substitutionsvertrag ist das, was der Arzt macht und ein Bauvorhabenvertrag ist das, was abgerechnet wird in den Überweisungsträgern. Also wie oft nimmt man eine Behandlung in Anspruch? Da ich aber gesetzlich versichert bin, muss ich ja nochmal nach Quartalsabhängigkeit, da kommen wir wieder zu den Quartalsabschnittsbauten nach dem Hamburger Modell, zum Arzt.
Also ich muss immer vorstellig werden, vorstellig werden, vorstellig werden, egal ob meine Situation sich verbessert hat oder nicht. So, das ist ganzes Fachwissen und die Substitution belief sich auf Folgendes. Methadon ist ein Fachbegriff, Wort für Meth. Damals haben sie über diese Substitutionsverträge Diskotheken hergestellt, Trance-Musik gemacht, Labels gedruckt, so eine Sachen und haben quasi szenetypisch Einrichtungen geschaffen, um dann tanzen zu gehen, mit Kontrollen aufgrund von Wirkstoffen und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, doch so, also so ungefähr. Das sind ganze Arbeitskreise, in denen ich persönlich eigentlich gar nicht mehr drinne bin. Das ist das, was mit diesen Stoffen gemeint ist. Das ist sehr dehnbar, der Begriff. Und ja, das sind eben halt die synthetisch hergestellten Substanzen, die von der reinen Form abweichen. So, sonst kann man ja auch Mohnkuchen essen und sich einbilden, man sei abhängig. Sagen wir es mal so. Dann gibt es also unterschiedliche Substanzstoffe. Und diese Stoffe sind eigentlich eine weiterführende Behandlung. Deswegen habe ich ja dann irgendwie angefangen, mich dagegen zu wehren, weil ich nicht fremd therapiert werden will, wenn ich dazu keine Zugriffsrechte habe, aufgrund von irgendeinem Gutachter, mehrere Gutachten oder keine Ahnung was. So, wer finanziert das? Die Hamburger Behörde für Gesundheit und Soziales plus Rentenversicherungsträger plus Krankenkasse. Also das sind es kann auch rechtswidrige Übergriffe eben halt in den Abrechnungsbeiträgen gekommen sein bei mir, wo ich nämlich gar nicht den Durchblick habe, aber ein Arzt darf ja alles wissen, der Patient eben nicht oder so ähnlich. Weil dazu muss man sich auskennen. Jetzt kommen wir mal zu den Baustoffen. Das ist nämlich das Problem an der Synthese. Dazu schrieb ich dann aber mal was anderes. Sehr unfreundlich. Andere machen ihren Abschluss und bei mir begangen sie aber Abrechnungsbetrug im Grunde. Auch mit Energiekosten, mit allem anderen. So war das und ist wahrscheinlich zum Teil immer noch so, aber der Bundestag hat ja dann angefangen, sorry, ich muss mal die Kamera drehen. Hat ja dann angefangen, die Preise entweder senken zu wollen, aber die Industrie hat sie erhöht. Und das kommt daher, dass ja auch weiter gebaut wird. Deswegen sollte man so ein bisschen darauf achten, was sich da auch ein bisschen gewünscht wird. Deswegen kam ich nämlich, ohne das Böse zu meinen, weil dann kann man auch eine U6 bauen oder eine U7 und dann haben wir es endlich geschafft. Und alle müssen sich von der Bundeswehrmarine retten lassen. Da geht es nämlich um die Karten. Also es geht um die Karten, da diese U-Bahn-Tunnel
zwar gebaut werden, aber es geht ja auch noch darum, dass das die eigentlichen Überflutungssysteme bleiben bei richtigen Überschwemmungen, weil Hamburg ist ja danach aufgebaut. So, jetzt muss ich aber normalerweise jedes Mal aus Eigenschutzgründen sagen, ich trinke ein Bier oder ich habe heute Ibuprofen genommen oder muss nachweisen, welche Medikamente ich eigentlich zu Hause habe, damit nicht irgendein Fachanwalt für sowieso, der mich irgendwo eingetragen hat, diagnostiziert an Medikamenten. Das war der Grund, warum ich jetzt da mal drauf reagiert habe und mein Kommentar schon wieder weg ist. Da geht es nämlich um so eine Geschichten, das andere für, das war so das, was die dann irgendwie hier Roulette nennen, scheinbar. Für 300 Euro dann eben halt Zukäufe machen in Drogenbereichen und das anderen aber dann überstülpen, um sie hintenrum dann wieder anzuklagen, dass sie ja Drogen nahmen, obwohl sie keine Drogen nehmen. Genauso wenig wie ich. So, das war das, warum ich so eine Diskussion untereinander irgendwie auch nicht mehr so gut. Jetzt kommen wir mal zu diesem Modellierer. Da geht es immer wieder um dieselben OP-Einheiten. Deswegen hatte ich das langsam satt, über Medizin irgendwie überhaupt zu diskutieren. Was da jetzt gesund sein soll, weiß ich noch nicht. Wenn Menschen dann mit Injektionsspritzen versuchen, unterzuspritzen mit, sagen wir mal, synthetischen Stoffen, die über UV-Licht verhärtet werden. Das ist die eine Sache. Das andere ist, ich habe damit nichts zu tun. Meine BDSM hatte damit nichts zu tun, sondern das lief alles wieder über dieselbe Rückführungsnummern, mich damit auseinanderzusetzen zu müssen. Was erlaubt und was nicht erlaubt. Und auch den Tatsachen, dass es ja auch Übergriffe gab mit Luftgewehrkugeln, Delle schießen in der Haut und so weiter und so weiter und so weiter. So, dann werde ich irgendwann sauer und dann erkläre ich euch mal den pharmazeutischen Bereich der Schönheitsoperation. Warum mich dann Fettshaming so ein bisschen genervt hatte, aufgrund dessen, dass dieses Fett abgesaugt wird, Hautlappen entnommen werden und man das den Leuten im Grunde genommen wieder aufs Gesicht klatscht. Daran bin ich ja nicht schuld, sondern so funktioniert das und andere sprechen dabei immer nur von einem Gen, andere sprechen davon Recycling und andere sprechen von Leichenverarbeitung. Deswegen ging mir diese Gesprächs Neurose oder neurologischen Auswirkungen auch ein bisschen auf den Keks, weil es ja tatsächlich zu Übergriffen kam, auch mit Halogenstaub, mit allem Möglichen. Und ich dann auch so ein bisschen mich gefragt habe, inwieweit die das eigentlich noch treiben wollen. Also, das ist etwas, was mich angestrengt hat, weil ja wieder das Wasser im Grunde genommen chemische Substanzen
aufzeigte und ich gerade mal wieder Probleme habe mit inneren Organen aufgrund dessen, dass da Chemikalien zugesetzt werden im Trinkwasser. Ich weiß nicht, woran das liegt und eigentlich ist es mal so und mal so, aber sie drehen irgendwie scheinbar wirklich immer nur noch am Hahn und da kann man sich auch schlecht drauf einstellen. Wenn man nicht irgendwie die Vorräte hat und wenn man nicht irgendwie angegliedert ist an solchen Systemen, dann ist das unheimlich schwer. Weil meine Medizin kostet ja auch Geld. Also es ist ja nicht so, interessanterweise ist es immer dann, wenn die Leute gerade sowieso alle ihre Rechnungen bezahlt haben, total wenig Geld haben und dann macht es nochmal so einen Rundumschlag. Es ist genauso wie mit diesen ganzen Insekten hier und komischen Spinnen, Alter, die echt scheiße sind und dann irgendwie nochmal eine Portion Gift drauf, finde ich echt total nervig, wenn man das 7 Jahre hat. Das ist seit 7 Jahren. So. Ja, das war es jetzt erstmal von mir, warum jetzt mein Beitrag wieder verschwunden ist bei Herrn Solmecke. Deswegen müsste ich das wieder abfotografieren, weil das ja ansonsten wieder irgendein Rufmord wäre auf Rufmord. Und genau deswegen habe ich keine Lust mehr, irgendwelche Anwälte zu bezahlen, die sich im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich einsetzen. Also, vielleicht taucht der Beitrag ja auch wieder auf. Das habe ich so gesagt, dass die tatsächlich so spielen. Warum auch immer. Da ging es halt um einen Vorwurf, dass er eine Haarprobe nehmen bezahlen soll. Da geht es um eine Steigerung von 300 Euro und dann geht es eben halt darum, dass, keine Ahnung, ich Ihnen erzählt habe, dass diese Leute sowieso immer nur Mörsertopf spielen. Also die streuen das in die Wohnung und schon ist man irgendwo positiv, wo man gar nicht positiv ist. Da muss man dann auch mal irgendwie Klartext reden, weil ich will das hier einfach nicht haben. So eine Mörseranstalt. Und ja, das andere ist halt, dass eigentlich nur Haare zur DNA entnommen werden, wenn das über den Führerschein läuft. Ansonsten braucht man eigentlich auch keinen Haartest. Wenn das denn irgendwie, ich weiß auch nicht, um welche Sachen das da gehen soll, welche Substanzen, aber macht euch mal einen Kopf drum, wie das eigentlich so in den Verfahren läuft. Denn je mehr gebaut wird, desto unreiner ist halt auch, sagen wir mal, das Betriebswasser. Und damit meine ich kein Urin und auch kein Blut, sondern ich meine das, was im Umlauf ist, vom markttechnischen relevanten Inhalt. Weil es gibt halt in Bezirken, wir haben das ja auch immer wieder, wir haben das ja auch manchmal, dass einfach die Abwässer, die unten durchlaufen, nach oben wieder aus dem Hahn kommen. Ist so. Ich bin da ja nicht so der Mensch, der das gut findet, aber ist leider so. So, das war jetzt irgendwie Solmecke ist nicht der Anwalt, den wir verdienen, aber den wir aktuell brauchen. Ja, das kann ja sein. Es hat auch ganz viel mit dem Strafrecht zu tun.
Ja, da ist er ja. Pulvernapf habe ich geschrieben. Das ist immer das, warum die Leute so lange provozieren, bis sie einem wirklich die Festplatten wegnehmen oder sperren. Und das ist echt anstrengend, sich mit solchen Themen über Drogen oder sonst was per Internet irgendwie da auseinanderzusetzen. So. Das war halt meine Meinung. Damit ist das irgendwie für mich auch erstmal erledigt. Ja, jetzt könnt ihr euch, ich bin nicht keine Drogenbeauftragte hier und ich bin auch keine Drogentherapeutin. Ich gehöre auch nicht zur Therapiehilfe e.V. Und deswegen ist das schon schwer genug. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Das Wetter ist Mist. Aber zumindest haben die kleinen Meisen hier Hunger. Die komme ich noch besuchen. Da freue ich mich immer, wenn ich aus dem Fenster gucke und was Lebendiges sehe und was Buntes. Bis dann. Tschüss.